Nach dieser Maluke-Glocke erhalten. Jetzt haben wir hier drei Tore. Ich gehe mal zuerst durch das linke. Ja. Ja, beide Glocken läuten im Einklang. Meine eigene zerschmettert. Ja. Braucht er mir jetzt nicht zu erklären. Das habe ich schon mitbekommen, ne? Also, so blöd bin ich dann auch nicht. Mal schauen, wen wir hier als Gegner bekommen. Vielleicht irgendwas Genießbares. Ja. Ja, das sieht durchaus genießbar aus für unseren Freund Quina. Oh, man. Ja, machen wir einfach mal alle. Schwarze Magie auch auf alle. Und dann sehen wir mal, was das so nützt. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich noch einen letzten Schmatzer von meinem Lebkuchen nehme. 1200! sieht so geil aus in Trance. Moment mal, die drei Branken haben mir gerade aber mehr gebracht als wie die drei aus dem Sumpf. Das heißt, die sind stärker gewesen. Das ist schon mal eine gute Erkenntnis. Hier weiß ich, dass noch was ist. Ein Bronzeharnisch. Bringt er uns was? Müssen wir mal schauen. Kann, glaube ich, keiner von denen anlegen. Nee, den kann nur, wenn dann die... Auch nicht. Okay, wer könnte den annehmen? Ach so, ja, ich habe schon den Bronzeharnisch an. Deswegen nicht so nützlich. Nimm diese Glocke. Für unser Königreich. Ach, der hat sogar überlebt. Toll. Back dir doch ein Eis, mein Freund. Du bist einer der wenigen, die das hier überlebt haben. Ja. Muss man so sagen. So hart das klingt, das ist so. So. Untote. Ja. Ja, das ist nicht genießbar. Das tut mir leid, Quina. Da haben wir nichts für dich jetzt. Aber unser Zidane fügt natürlich Toten immer noch immensen Schaden zu. Immensen Schaden. Wirklich immens. Und wir könnten ein paar unserer Teammates heilen. Wäre nicht schlecht, finde ich. Muss man einfach so sagen. Bringt das was? Ja, ein bisschen muss es, nützt das schon, muss man schon sagen. Quina! Bam! Oh ja, jetzt ist er wieder. Tut er so, als ob er tot wäre. Und in 5 Minuten steht er wieder auf. Und erschreckt den Nächsten. Schwertseele. Jetzt haben wir auch die Organik erlernt. Mhm. So, apropos Potion, die wir gerade bekommen haben. Tut mir leid. Jetzt können wir uns mal heilen. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack. So. Dann gehen wir mal runter hier. Und nehmen mal die Tür zu unserer Rechten. Bimmel, 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 die Glocken sind immer ein Klang. Bimmel, 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 meine Glocke zerfällt. Ja, mei. Bimmel, bimmel, bimmel halt. Pimmel, pimmel, pimmel. So, hier irgendwo war noch... Ja, da war was. Das war ein Mithril Fäustling. Haben wir den nicht auch schon angelegt irgendwie? Irgendwen? Jawohl, den haben wir auch schon angelegt. Hat sonst noch einen die Möglichkeit? Nein. Super. Wertloser Gegenstand Nummer 2. Aber er musste sein. Er musste sein. So. Haben wir hier noch Gegner. Ich hoffe, es sind Untote. Oh. 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 Die sieht noch etwas gefährlicherem raus. Ja, die beklauen wir erstmal. Ich mal sehen, was sie so kann. Muss man ja mal ein bisschen abchecken. Zack, Jadestein. Gib mir auf die Nüsse. Brauche ich nicht.
töten. Sofort. Ja, mach hier einen Hieb, da mach mal einen Hieb hier. Kriegst du ein schönes Gesicht. Eine Feuerattacke von Vivi. Das tut dir richtig gut weh, das ist mir schon klar. So. Bäm, in dein Gesicht, Dicke. Speer. Also wenn die jetzt nicht umfällt, das ist mir eigentlich ziemlich neu. Kenne ich gar nicht, dass die Gegner so lange stehen. Ach, die macht sich jetzt, erwidert sich jetzt auch noch um 216, okay. Dann machen wir hier mal Dauerangriffe auf dich. Phönixfeder bringt uns nichts, wir haben 99. Bei uns ist noch kein einziger bis jetzt abgekratzt, glaube ich. Bin mir mal nicht sicher. Sie dann, mach sie kalt, komm. Zack. Oh, nein, Vivi. Oh, nein, Vivi. Oh, nein, Vivi. Oh nein, Vivi. Ja, das ist mir jetzt gerade wurscht. Kampf ist eh gleich vorbei, denke ich mal. Vivi. Come on, man. Muss ein bisschen zuschlagen. Vivi. Ich finde, das ist nicht gut. Ist überhaupt nicht gut. Ah, jetzt hat. Oh, die hat aber ganz schön ausgehalten, Leute. Die hat aber ganz schön ausgehalten. Bringt aber nur so wenig EP. Dafür, dass sie so viel aushält. Nein. Nein. Dreck, verdammter, ey. Naja. Wenigstens haben wir einen neuen Gegnertypen kennengelernt. Hoppala. Da war was. Habt ihr das nicht mitbekommen? Ein Filzhut, ja, den brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr, weil wir haben eigentlich was Besseres wieder. Das ist blöd, muss man sagen. Das ist richtig blöd. Naja. Untote bitte. Ja. Das gefällt mir schon deutlich besser. So Untote, die kann man nämlich direkt mit einem Schlag von zwei Leuten umlegen. Zack, oder reicht eigentlich schon nur sie dann. Und das sind knapp 20 EPs. Ist auch nicht gerade wenig. Gut, ist aber auch nicht viel, muss man auch sagen. Ah, knapp 30. Jetzt hat sie Tontaum erlernt. Jetzt kann man auch die Ding wechseln. Das Ding im Inventar. Also, was sie anlegen muss. Freier natürlich. Wir wissen alle, was das war. Sonst kann sie auch schon wieder alles. Ne? Nur dieses Kristallschild braucht sie noch für Hau den Lukas. Ja, haben wir alles. Filzhut ist doch neu. Ah, ich dachte, ich habe den schon gehabt, deswegen. Ist okay. Man kann ja vielleicht, Na, sieh mal einer an. Da haben wir hier noch was, was der kleine gute Zidane lernen kann. Federhut. Filzhut. Gemacht, das ist schon eine wichtige Sache. Finde ich, also. Da haben wir hier noch was? Mistgabel haben wir auch noch. Verstärkt das Ganze um 13 Punkte nur. Wusste ich gar nicht. Was lernt er gerade? Gar nicht. Der Federhut, hau den Lukas zumindest. Okay, dann hast du... Oh, du lernst gar nichts, sondern hast hier noch einen Bronzeharnisch, wo du Götterspeise lernen könntest. Es ist aber gerade am Lernen von Habgier, von daher ist das schon okay. So, haben wir jetzt alle wieder ausgerüstet so. Also ich rüste jetzt alle eigentlich im Moment nur so aus, um eben alle Abilities zu lernen, die es gibt. Oh weh! Oh weh, mein Geliebter! Oh weh, mein Geliebter! Oh weh, mein Geliebter! Hm? Hey du Mori, was ist passiert? Mein geliebter Ehegatte ist in dieser großen Glocke. Und er kommt da nicht mehr raus, Kupo. Hm. Der Ärmste. Wir sollten ihm Hilfe leisten. Wir wurden hier gerade frisch getraut, Kupo. Bis wir urplötzlich von zwielichtigen Gestalten überfallen worden sind. Wie konnte das nur passieren, Kupo? Aber diese riesige Glocke bekommen wir nicht so einfach vom Fleck. Allerdings.
Oh weh! Hm? Schnupper, Schnupper. Schnupper, 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 Schnupper. Hä? Riech ich vielleicht etwas streng? Du! Hast du eine seltene und teure Couponnuss bei dir? Ja. Ich habe sie in Lindblom bekommen. Würdest du sie mir vielleicht geben? Ja, von mir aus. Kannst du sie haben? Oh, vielen, vielen herzlichen Dank, Kupo. Moguta, 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 hier ist deine Lieblingsspeise, eine Couponnuss. Was? Kupo! Oh, ich liebe Couponnüsse. Kupo! Moguta, aber wo willst du denn hin? Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Moguta! Frisch verheiratet und schon läuft er ihr davon. Ja, dass dieser so ein Spruch von sie dann kommt, ja, das war klar. So, Gisamaluke-Glocke. Jetzt ist so die Frage, wo wollen wir denn hin? Okay. Gehen wir mal rechts rein, da wo die Mokris hingelaufen sind. Und, dort können wir ja vielleicht auch noch ein bisschen abspeichern und so, vielleicht. Weiß ich aber nicht ganz sicher. Sehen wir dann. Ah, jetzt ist wieder diese riesige Tussi dran erstmal. Die kriegt erstmal fett auf die Fresse. Ich mach nicht den Hinterhalt. Lauf, lauf und davon! Lauf, nein! Nein, lauf, ich will nicht! Ich will gehen! Lass mich gehen! Lass mich gehen! Lass mich gehen! Oh, lass dich gehen! Lauf doch! Ey, fuck, das gibt's doch nicht! Lauf! Können wir nicht einfach... Oh, fuck, der hat einfach Freier umgenietet, der Wichser! Spast, ey. Fetti, Mann, ey. Gibt's doch nicht. Was soll denn der Mist? Hat der Freier einfach 500 Novas genutzt? Das gibt's doch wohl nicht. Wo sind wir hier? Ich benutze jetzt nur mal 3 Potions. Weil jetzt können wir gleich ins Zelt benützchen. Ja. Glocke, Glocke, Glocke. Zerfall einfach und lass mich rein. Ja, So, wir können hier speichern. Vielen Dank nochmal, Kupo. Von jetzt an können wir bestimmt ein glückliches Eheleben führen. Ja, ja. Ein Brief von Mok an Atura in Verwahrung. Ich hätte so gern einen Brief. Ah, okay. Wir benutzen mal ein Zelt zuerst. Ne, müssen wir ein bisschen heilen. Lalalala. So. Dann werden wir jetzt gleich, so langsam sind wir hier auch fertig, dann nehme ich mal an. So, Steckplatz 1. Let's save this Guardian Angel. Guardian Angel. 20.000 Jill, nicht schlecht, not bad at all, bitches. So. Couponnüsse sind lecker, Kupo. Schmecken dir Couponnüsse auch? Ja, klar. Ey, du gefällst mir. Hä? Ist das hier? Noch einen Augenblick. Kupo. Kupo. Nimm das hier als Zeichen meines Dankes. Messias-Glocke. Ja. Und bring mir doch wieder ein paar Nüsse vorbei. Kupo. Ja, was soll ich sagen? Die Ranke hinter der Wand. Ach, da. Draußen ist es gefährlich, Kupo. Ah, okay, das hätten wir machen können. Haben wir aber nicht. Deswegen werden wir jetzt einmal um den Kreis gehen. Wir haben die Messias-Glocke und machen einmal zack. Die gefundene Glocke läuten. Leute, bimmel, bimmel, bimmel. Beide Glocken läuten im Einklang.
Zack und zerfall im Staub. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Oh ja. Ha? Was ist passiert, mein Bester? Frei. Sei vorsichtig. Dieser Maluke wird von zwei kleinen Clowns kontrolliert und ist völlig von Sinnen. Hä? Was? Wie wird er? Wo? Komm raus, Kumpel. Lass dich besiegen.